Da bist du ja. Hallo? Ja? Egal. Na dann muss er so an. Genau. Ja, doch, keine Stimme. Wolfgang, was los? Franzi, Philipp, haben wir in der Synagoge in Anzwerchhaus in Halle. Was? Das ist ja. Ey, das gibt's da ja nicht. Stahlhelm-Nazi, ja. Filmte seine Morde. Danke. Ja, na klar, der filmt, wenn er sich selber filmt. Sehen, ne? Ja, nee. Ist er losgelaufen und hat die aber gelaufen in Halle. Der ist auch nicht drin gekommen in der Synagoge, weiß er nicht. Er hat einen Dönerladen auseinandergenommen. Er hat die Gäste erschossen. Weil die ein Brett vorher gemacht haben und alle Gäste. Oh Mann. Da muss man alle, wo die Waffen hier kriegen. Ja. Waffen gibt's hier noch. Ja, was? Waffen gibt's hier noch. Ja. Oh Mann, die haben tatsächlich immer noch diese scheiß G36 mit dem Drecksplastikmagazin. So etwas unkonventionell hier, dass ich so spät schneide quasi. Also am Tage. Was? Aus dem Fenster gefallen? Was macht Malis? Ja, Fakt ist, gestern Abend habe ich noch einen Film geguckt mit Malis zusammen und deswegen schneide ich jetzt erst. Ne? Habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Entschuldigung. Ja, da habe ich mich auch schon drüber gewundert. Also, ich meine, eBay Kleinanzeigen. Hallo, guten Abend, schreibt einer. Und dann ein Fragezeichen dahinter. Genau, das habe ich heute Morgen auch gesagt. Und jetzt schreibe ich ihm zurück. Guten Tag. Was soll das? Was ist das? Keinen Schimmer, Tommy. Ich habe auch erstmal eine Bock auf Chatten? Kommt da jetzt noch irgendwas? Oh Mann, also weißt du, da denkt man immer, die eBay-Kleinanzeigen-Dinger sind fake, aber. Scheint was dran zu sein. Hallo, guten Abend. Und dann so Fragezeichen. Oh, wenn der Zalando-Bote klingelt. Hm? Mein Gott, sie beobachtet mich. Hinter mir. Hallo. Na? Alles gut? Oh, du bist so süß. Oh. Oh. Hm. Nee. Oh. 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 Sie ist erkältet. Kält hart. Gut, ich geh jetzt mal wieder runter erstmal. Oder ich geh jetzt runter. Oder warte ich, bis die Produktion durch ist. Und schmeiß die Produktion hoch. Und ach, das ist alles zum Ätzen. Das kommt einem vor wie. So, zurück im Laden. Auch noch ein Ersatzteilspender. Was ich noch sagen wollte, jede Beschwerde, ihr habt es wieder, kam wieder einer an. Aha. Mit dem Cube. Weißt du? Mit diesem Rennrad. Ja. Der war wieder platt. Tja, das liegt aber nicht an mir, das liegt an seiner Decke. Mhm.
Ja, das Problem ist nur, dass du, das musst du den Kunden, jeden Kunden musst du vorher sagen, wenn die Decke scheiße ist, sollen wir sie tauschen? Ja oder nee? Und wenn der Kunde dann sagt, ja nee, die geht noch, alles klar, kein Problem, dann bist du raus. Er hat sich darauf berufen, dass er gemeint hat, ich habe ihn jetzt umsonst gewechselt. Mhm. Er hat sich darauf berufen, was er gemeint hat, er möchte das repariert haben. Er hat gesagt, das soll repariert werden. Nicht nur einen platten Reifen, nur den Schlauch tauschen. Ja. Deswegen hat er gesagt, naja. Und zu mir hat er, ich habe ihn gefragt, with tire, und er, no. So, na, das weiß ich gar nicht. Da, only tube. Du warst ja leider nicht mehr da. Ja. Und deswegen war das natürlich scheiße. Only tube. Na, das hat er genau, das hat ihn gefragt, und er sagt, nein, er wollte das repariert haben. Aha, ja. Und wenn das zu tauschen ist, müssen wir das tauschen. Ich habe ihn das nämlich gefragt. Ja, das ist scheiße. Das ist natürlich scheiße, das ist natürlich wieder dumm gelaufen, aber so sind die Leute halt, wa? Ja. Das soll man sehen. So, der Fakt ist, ich hab ihm einfach nur den Reifen berechnet und hab ihm nochmal den Schlauch getauscht. Unterricht haben wir dann. Du kriegst das Auge mit. Sobald du Unterricht hast, ist das schon vorbei. Ja. Das ist wirklich so. Was meinst du denn, warum auf den ganzen großen Versteigerungen, warum die immer per Telefon oder anonym bieten? Ja. Oder die haben immer irgendeinen Anwalt oder irgendjemand, der für die bietet. Wenn du willst, der große Kunstmäzen so und so, der bietet dafür 16 Millionen. Mhm. Na, dann weißt du doch, dass alle anderen dranbleiben. Mhm. Unbekannter Bieter oder der Anwalt, den keiner kennt. Die haben alle Avatar. Ja. Musst du die auch suchen. Furchtbar. Carsten macht das ja nicht aus quasi. Der kommt ja damit irgendwie klar offensichtlich. Aber ja, der profitiert auch davon. Aber eigentlich regt er sich auch bei mir immer jedes Mal darüber auf. Und ich gehe ja deswegen eigentlich nicht mehr hin. Normalerweise hatte ich ja dienstags immer frei bis 16 Uhr. Ab 16 Uhr ist aufgemacht, weil dann war ich bei Bayer dienstags immer. Ja. Das habe ich jetzt dieses Jahr habe ich es nicht. Letztes Jahr hatte ich es ja gehabt, davor auch. Nicht, weil das ist mir zu anstrengend. Ich gehe im Winter hin jetzt zu den Winterauktionen, also zu den Adventsauktionen, da ich hin. Das schaue ich mir an, aber das war's. Alles andere hat keinen Bock. Naja, muss man sehen. Das auch dein Geld, du verdienst dabei auch Geld. Ich verdiene dabei auch Geld, ist ja richtig, aber das ist auch anstrengend, das ist mega anstrengend. Auch Sachen, sagen wir mal, wenn ich dann das Jahr über nicht da bin und dann eben nur ab und zu, dann sind sie nicht mehr so geil. Ne? Aber ich merke, sobald er dann irgendwie... Doch, die sind da dann viel geiler, du bist der Profi, und wenn du was du anfährst, das merken die sich da ganz genau, weißt du doch. Das wissen die ganz genau, das sind die sich an dich orientieren. Nervt, halt. Guck mal, der Rudolf zum Beispiel, der hat da rüber den Ruf gehabt. Alles, was Rudolf angefasst hat, nur. Ja, weil da gab schon mal einen Aufschlag. Ja. Weißt du? Der konnte ja gar nicht mehr überall kaufen. Der hat ja dann auch jemanden geschickt. Geh doch mal gucken, lass dir doch mal das da zeigen. Und dann, weißt du, wenn was der anzündet war. Ja. Hat der doch auch so gemacht. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Na, siehst du. Tja, Mensch. Was war denn mit dem Herkules jetzt hier? Hat er schon was gemacht? Nee. Na, dann machen wir mal. Also, Schaltkettchen ist ab. Schaltkettchen, Quatsch. Die Schaltzug ist ab. Schaltzug ist ab, das heißt Schaltkettchen und alles muss getauscht werden. Da haben wir noch einen da. Das hier ist das alte System, Schaltkettchen. Das muss weg. Denn wir brauchen das neue System. Hier, dieses dicke. War die Sichtweite? Ja, die stand vorne, kurz vor der Ecke vor dem Café. Ach so. Ja. Wollt ihr den Wolf nicht lange sehen? Ja. Und dann kommt nämlich diese Fixierhülse, so heißt es, darauf. Ne? Damit kann man den Zug dann festmachen. Dann brauchen wir nur noch einen neuen Zug. Den nehmen wir hier, dann nehmen wir einen guten. Edelstahlzug. Fakt ist, an dem Schaltzug sind es einmal hier der für die Torpedo-Dreigang-Schaltung, das Ende dran, und einmal für die normalen Schaltungen. Den Nippel trennen wir ab. Ach, beste Kameraeinstellung ever. Mein Rücken, immer wieder gerne genommen. So. Beschweren sich ja immer viele.
Ah, toll. Schön, dass du repariert hast, aber man sieht nur deinen Rücken. Ja, ein schöner Rücken kann auch entzukämpfen. Ach Mensch, jetzt erstmal Rinder mit. So, erstmal den Rinder. Dann der andere. Dann das nächste. Ja, gut. Ja, dann wird das angeschlossen. Dann. Leicht gespannt, festgedreht. Fertig ist der Lack. Und nachgespannt. Hören Sie nur. Fantastisch. Ja, ganz wichtig am Ende immer noch mal die Kabel, die Bowdenzüge mit einer Endhülse versehen. Ansonsten kann das böse, schmerzende Verletzungen hervorrufen, verursachen. Perfekt, perfekt, perfekt. Alles läuft wunderbar. Es ist jetzt 1 Euro mehr, wenn die Glühbirne dazu gekommen sind. Hey, die Kugeln drehen sich. So, Antreiber instand gesetzt. So eine Arbeit. Das bist du nicht bezahlt von keinem Kunden. Noch nicht. In 20 Jahren vielleicht. Ja. Wenn die Dinger wirklich selten sind. Wenn sie überhaupt selten werden, weil die halten ja 40 Jahre. Länger. Ja, 40 Jahre mit Sicherheit noch. Aber viele werden wirklich kaputt gefahren. Bloß trotzdem kannst du dann immer aus zwei immer noch eins zusammensetzen. Ja. Das ist lustiger an der Narbe. Schön. Ach, ist noch nicht ganz sauber. Nee, 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 die gefällt mir nicht. Nee, nee, da ist noch ein Krümel. Pedanterie, wurde ja mal gesagt. Aber so ist es. Da. Lass doch mal einen Krümel Sand im Getriebe. Nicht gut. Kannst du die Triebe wegschmeißen am Ende? Ja, ein Krümel ist noch nicht so schlimm. Tja. Wenn der Krümel richtig greift, ja, gut, okay. Das ist immer so eine Sache. Das wenn man den Krümel auf eine Shimano-Narbe bezieht, vor allen Dingen auf eine Nexus, ja, dann ist dieser eine Krümel schon schlimm. Der Krümel nennt sich da Mikrobolzen. Und der soll irgendwann ins Getriebe fallen. Damit die Narbe kaputt geht und nicht ewig hält. Was? Niemals. Die bauen für die Ewigkeit. Ja. Nichts ist für die Ewigkeit. Nichts bleibt wie es war. Weiter singen wir nicht. Ja. Wir kommen ja nicht aus Frankfurt. Und waren noch nicht lange, lange da. Trotzdem hat die Welt uns verdient. Weil es nichts Besseres gibt. Naja, irgendwie so. Okay, du willst da nicht dran bleiben. Kreuz Schlitz, verdammt nochmal! Ah, nee, ich hab hier nur Schlitz. Wie viel Dreck da runterfällt, unglaublich. Ja, da braucht man sich jetzt keine Illusion machen. Ja. Hast du? Na, Mensch, jetzt muss ich da auch noch machen können. Ja, mit einer Stahlbürste. Ich hab die da nicht hingelegt. Ja, alles gut. Was soll ich dir sagen? Diesmal hat es geschmeckt. Ja, nein, ich hab natürlich diesmal nicht den Chili-Burger genommen. Das lag am Chili gestern, was?
Dass sie dir so ein bisschen dreckig gegangen, vielleicht auch. Oder am Magen halt überhaupt. Nee, mir ging es irgendwie generell nicht gut. Ich bin zu Hause angekommen, habe mich ins Bett gelegt, zwei Decken drüber, habe geschwitzt wie ein Schwein. Und irgendwann dann so, Alter, Grummel, Hunger, Alarm. Wenn ich Hunger habe, ist immer alles gut. Das ist gut. Das ist echt Restaurationsarbeit hier. Bibelkurs in der Hand. Ja, die Kontermutter natürlich. Naja, im Gegensatz zu vorher sieht die ja fast aus wie neu. Und bei dem Oldtimer weiß ich halt immer nicht, ob sich überhaupt die Lagerschale lösen lässt. Ja, wie gesagt, diese Lagerschale lösen geht nur im eingespeichten Zustand. Das ist halt so. Das ist Fakt, dafür ist es da. Nee, geht doch im ausgespeichten Zustand. Sonst hätte ich meine ja nicht warten können. Nein, da war deine schon mal locker, Mensch. Verstehst du, das geht nur, wenn es eingespeichert ist. Dann löst du an und dann kannst du draus nehmen. Also, du brauchst deine Halter für Gegenhaltevorrichtung. Ganz einfach. Ja, das stimmt. Brauchst du schon. Und da brauchst du halt den Hebel vom Eingespeichten zu. Wenn das Ding eingespeicht ist einmal, dann ist es gut, dann kriegt man die auseinander. Aber man spannt, also die Narbe einspannen, das geht halt nicht. Das Risiko will man ja nicht einnehmen. So, jetzt. So, das war ein Schlitz. Einen kleinen, popligen Schlitzschraubendreher. Ja. Der Springring hier runter. Wenn man den Springring hier abgenommen hat. Oh, also hier hat einen kompletten Lagerschaden. Hier, das hier. Raus damit. Schraubt man das hier auf. So, so einfach ist das da. Zack. Knack. Aber vielleicht können wir ja aus der kaputten Narbe Feder nehmen. Dann baue ich nämlich einfach das Innenleben von der Narbe hier aus und baue das Innenleben von der Narbe hier ein. Nein, dann musst du vorher gucken, ob es gerade läuft. Die geht jetzt nicht mehr, jetzt hast du schon auseinandergebaut. Also, ne, die sowieso nicht mit dieser schiefen Achse. So. Alter. Also, wie gesagt, also den Ring hier, den kann ich nicht mehr instand setzen. Ja. Der ist Müll. Das ist Asche. Genauso wie das Lager da drin. Na, da drunter das Lager ist noch in Ordnung. Siehst du den Lumpf, dieses ganze Zeug, das darf da natürlich jetzt nicht rein. Na, gleich weg. Ja. Gleich weg. Das sind die Reste vom Lagerring. Vom Lagerring plus. Das muss alles sauber gewaschen werden. Da drunter kommt immer Gott sei Dank nicht viel an. Da hat man immer noch Glück, wenn das sich nicht schon vorher rein gefressen hat. Aber die meisten Leute eigentlich. Ja, eigentlich, eigentlich durfte man nicht so lange fahren, natürlich. Bis das so. Ja, warte, ich muss die andere Seite aufmachen. Dann kann man das Ganze rausnehmen. Bis das soweit so schlimm ist, aber die Leute sind. Wie sagt man? Nicht sensibel genug. Die fahren einfach und dann klappert es und pollert und macht und tut. Und das interessiert die Leute nicht. Man wird weitergefahren und am Ende, oh, sie brauchen ein neues Hinterrad. Was? Wieso? Kann man das nicht einstellen einfach? Ja. Sie können das Fahren einstellen damit, ja. Zugklemmung. Zack.
Zack. Ich habe mich mal gefragt, aus wie vielen Teilen so ein Lager, so ein Schaltwerk besteht. Oh. Das ist ein komplettes XT-Schaltwerk. Nun, wie gesagt, habe ich das da nicht rausgedrückt draus, ja. Aber das ist nochmal ein Teil. Dann sind hier noch, natürlich das Logo ist nochmal extra und so was. Ja, das ist extra. Das ist ein kleines scheiß Dichtung, da sind ein paar auch kaputt gegangen, die halt natürlich auch nicht mehr. Na, hier, so eine Feder ist mir mal gebrochen. Ja. Ja, aber das kriegst du ja nicht ersetzt. Hier ist natürlich ohne Teil drin gedrückt. Ne? Ja. Tja, also die Feder ist leider auch. Tada. Kannst du bitte über den Schraubstoff liegen bleiben? Ja. Yay. Wunderbar. Unglaublich, du kleine Kamera, du. Was du für Leistung hast. Hallo. Hi. Ich bin so klein und niedlich und Heike ist mein Blick. Mhm. Shimano SLX-Schaltwerk fertig, gereinigt, geschmiert. Zum Einsatz bereit. Fertig. Hat nur einen Tag gedauert. Ich ja, es natürlich eine Stunde. Auf alle Fälle sitzt man dran. Wenn man es ordentlich machen will. Ja, das ist da. Das ist ein interessantes Modell. Ist da? Auch der Achim lernt dazu. Also, was haben wir hier für eine Narbe? Modell 515. Mit festgerostetem Lager. Eine festgerosteter Lagerschale vermutlich, so wie die aussieht zumindest. Ja. Dieses Material stand jetzt 5 oder 6 Jahre angeschlossen an einer Gaslaterne. Jetzt haben sie die ganzen Gaslaternen gegen LED-Laternen ausgetauscht. Und deswegen steht dieses Modell jetzt bei uns im Keller. Das ist einfach. Es ist total zerstört mittlerweile und nicht mehr zu gebrauchen. Sollte entsorgt werden und das war's. Ich bräuchte die Zange. Soll eigentlich drin liegen. Ist so unaufgeräumt hier. Unglaublich. Ja, hier. Okay. Alle breit und quer. Welche Richtung, sagst du? Gegen die Fahrtrichtung. Gegen die Fahrtrichtung? Ja. Bitte, hier. Die Richtung. Da. Ey, sie löst sich, reicht schon. Wenn sie gelöst ist, kriege ich sie ab. Funktioniert. Nehmer Probleme. Man braucht halt den Hebel. Es ist so. Hey. Moin. Ich brauche Bremsbacke für meinen Fahrrad. Bremsbacken. Was hast du denn für ein Rad? Rennrad? Rennrad. Die Blutz sollte ich ja sowieso entsorgen. Ach nee, warte. Nee, Schrotten. Da war auf jeden den Rahmen kann man aber halten. Guck mal, der ist unterverchromt komplett. Ja, stimmt. Das ist ein komplett unterverchromter Rahmen mit genialen Muffen. Guck dir mal die Muffen an. Ja. Nee, nee. Das wird auseinandergeschräubt. Komplett auseinandergeschräubt. Das hier, also der Sattel ist natürlich oben. Gibst du mal bitte einen 8er Schlüssel und einen 9er vorsichtshalber? Das ist ein 9er. Ja. Ist ein 9er. Haltet Maß. Unten den Maulschlüssel andrehen. Ja, oder das ist ja schon. Genau das. Also die Schraube wandert auf jeden Fall in die Tonne. Mutter. Das Lager ist sogar noch fest, ich staune. Vielleicht ja, können wir das echt noch retten, das Rad. Haltet dann davon.
Ja, mit einem unterverchromten Rahmen. Alter, jetzt steht 6 Jahre Minimum steht das rum an dieser verfickten Laterne. Jetzt haben sie die Laterne ausgebuddelt. Da ist das Rad in die Baugrube gefallen. Jetzt dachte ich mal, sei einfach zu, lassen das Rad da drin liegen. Nee, haben sie daneben gelegt. Neue Trash-Bike. Wie bin ich? In keine Richtung. In keine Richtung? In keine Richtung. Wieso nicht? Fragtet mal die Mutter. Ach, Mütter haben nie eine Antwort auf meine Frage. Ich nehme mal den mit dem Dicken. Ich mach mal den Halter. Alter Mann und Söhne. Alter. Alter. Zack, ich mach's mal bequemer. Ist sie auch an? Ich sehe nämlich ja kein Bild. Achso. So, bitte nicht abrutschen. Ein völlig verrosteter Modell 55 Schlüssel. Modell 55 ist das, oder? Ja, ich glaube schon. Schalthebel. 18 Euro kosten die. Vielleicht kosten sie mittlerweile sogar noch mehr. Liegt auf der Straße, ich möchte nicht wissen, wie viele jeden Tag weggeworfen werden von den Dingern. Ja. Unachtsam. Ungeachtet, ungeliebt. Die genialste Schaltung überhaupt. Gibt nur eine, die besser ist. Und die ist viel moderner. Und kostet ab 1000 Euro. Ja. Ab muss es so oder so. Ne? Yep. Ja, wie? Eine latent dumme Frage habe ich. Also wenn ich in diese Richtung fahre, heißt das, dass der Pfeil hier ist und die so rankommen, ne? Genau. Ne? Also, ne? Quasi das wenn jetzt hier, wenn das so fährt. Hier genau. Vorne da hinten. Genau. Alles klar, ne? Natürlich müssen wir zuerst testen, bevor man hier sich viel Mühe macht. Ob man Sattelstütze kann man den Sattel noch bewegen. Gib mal einen Tipp ab, kann man den Sattel noch bewegen nach 6 Jahren? Da ich hier nur die Benefizien und Saftstücke habe, also das Werkzeug benutze ich ja nicht mehr. So, dreh mal dran. Geil, oder? Ist das genial. Aber die sind ja genauso verkrummt, dass die liegen natürlich schon lange frei. Ja, aber ein bisschen Stahlwolle kriegt man die auch wieder blank. Ja, danach muss man allerdings lackieren, muss man mit Klarlack drüber gehen. Weil Stahlwolle macht der Mikrokratzer und macht eigentlich den Rost erstmal ein bisschen weg, bloß der ist ja nicht weg. Also es ist ja tatsächlich nur eine optische Verschönerung. Aber das sieht wahrscheinlich richtig gut aus. Wenn man den leicht strahlt, müssen wir echt mal schauen, ob man den... Das ist ein verkrummter Rahmen, ob man den, wie man das hinkriegt. Aber wann ist er denn nun? Kann ich dir gleich sagen. Ich schätze mal 67. Ich denke mal eher älter. Da wäre schöner. Ich sag mal Baujahr. Hier, guck mal, nur mal kurz abgewischt. 67, ja. Das ist Material, ja. Boah, ist das fett. Ja. Alter, das sieht ja aus wie neu. Ja, ja, ja. Auch da gab es Unterschiede in der Qualität noch, schon.
lächerlich. Ein bisschen Zeug. Wie gesagt, die ist ja so mal eingebraucht, ne? Die Seiko, die du jetzt meinst, die Taucheruhr. Ja. Da siehst du. Also, wo hat die ihr Krone? So seitlich unten oder in der Mitte? Ja, seitlich unten, Seiko halt. Ja. Automatik. Nee, ja, Automatik, ja, weiß. Ja, klar. Ja, alle Quarz haben in der Mitte. Welche Farbe? Du, ich muss mal gucken, ob sie überhaupt. Wie stimmt die sich überhaupt? So ein Ding, ob sie so ein Ding überhaupt einfach anbieten. Die Reka aber baldiger. Ja, ich weiß. Ja, was hat die für einen Ring? Schwarz oder blau? Ich hab beide. Hä? Du hast beide? Ja, ich hab gleich mit all die Old, all Zubehör, was ja, hat sie damals hatten. Original verpackt. Ich zeig dir dann mal, ja? Ich hab blau-rot und ich hab den schwarzen. Ja. Ja. Also Pepsi und den normalen. Das sind schöne Uhren, ne? Sind geile Uhren. Tja, nächste Projekt. Die alten Projekte sind noch nicht fertig, jetzt haben wir schon das nächste Projekt hier am Start. Ein alter Talk. Fatbone. Pro Team CC. Cross Country. Cross Country. Tja, Projekt ist auch zu viel gesagt. Ich werde es nur vorbereiten, soweit das entsteht, dass man es hinstellen kann. Ganz kurz gehen wir mit dem Lappen drüber und erstmal warm streicheln. Ja, das Rad ist nicht ganz, kommt nicht ganz in meine Kategorie. Ist schon mit Scheibenaufnahme dran. Ist schon mit Scheibenbremse, aber ist noch mit V-Brake Aufnahme auch. Und es wurde mit V-Brake gefahren, wie man sieht. V-Brake-Sockel sind ja nicht rausgeschraubt, die sind drin. Also das ist gut. Also geht Mitte der 90er. Mit anderen Worten. Und ich liebe ja angefangene Projekte. Also Projekte anzufahren. Zu Ende machen dauert immer. Gut, kommt durchgereinigt der Rahmen. Wie sieht denn der aus? Na, sauber. Nicht mehr eingestaubt. Alter, wie sieht der aus? So ein bisschen eigenwillige Konstruktion ist jetzt schon, was der gemacht hat, war der Hawk. Ja. Mit seinem Rahmen. Sieht ein bisschen aus wie ein Paul Grizzly. Mit diesem abgeknickten Rohr hier oben. Das ist sehr eigen. Und mit diesen offenen Rohren hier unten. Sieht aus wie so Abgasanlage. Aber geil, schön gelabelt noch hier. Hier oben drauf. Auch pantografiert, so nennt man das. Ja, Schaltauge ist dran, das ist auch wichtig. Das kriegst du nämlich, glaube ich, nicht mehr mit den zwei geschraubten Verbindungen hier. Musst du höchstens anfertigen lassen. So weit, so schön. So far, so good. Jetzt kommt die 10.000 Euro Frage. Ja, jetzt. Hast du Lochband? Nicht mehr. Schade. Der Kandidat kriegt keine goldene Waschmaschine mit Rückwärtsgang. Schade. Das wäre jetzt nämlich. Ja. Nee, kein Fall. Wenn, dann halt noch ein kurzes Stück so. Ja, gib mir. Ich sage, wenn. In der Not frisst der Deibel nämlich Fliegen und die geht einfach darum, dass ich diese Rohr jetzt irgendwie an meiner Unterkonstruktion befestigen muss, bevor das Brett drauf kommt. Ich hätte ja nicht mehr drankommen. Du hast Glück. Was? Es war doppelt gelegt, du hast Glück. Doch, siehst du? Oh Mann. War zweimal so eins, also doch ein Meter. Boah, dann so. Komme ich doch erstmal richtig weiter. Das ist doch schön. Tritt du morgen wieder. Morgen? Nein, also alle gut. Hans, nee, ey, wirklich, ohne Quatsch. Ist nicht alles gut? Nee, aber jetzt nicht wegen dem Band extra losfahren, meine ich. Nein, ich muss morgen sowieso, ich brauche eine Fliese für Abraham. Eine große. Ich bin ja nur. Und außerdem brauche ich schon wieder Knie. Ich habe doch immer zu wenig Knie. Mach doch mal viel mehr von dem Zeug, als ich vorher denke. Das sieht so einfach aus. Wisst ihr, wenn du da offen aus dem Fußball siehst. Noch 90 Grad habe ich gerade in der Hand, 50er. Nee, 60er. 90 habe ich zwei Stück. Ja, musst du selber gucken. Ja.
Die Hälfte meiner Sanitärabteilung. Die andere Hälfte habe ich ja schon hinten nach dir, zu dir gebracht. Hm? Nein, nein, Hausraum. Ich bin Scheißhüter von vorne. Kurz bis zum Silberstein. Und wieder zurück. Hallo. Wo hab ich denn den Rucksack geschmissen? Ja, das war der Tag für heute. Von heute, für heute. Oh. Noch ein bisschen was gesehen. Nicht tollet, nicht aufregend. Meine Fettbutte. Oh. Ich hab's geschafft. Bin zu Hause. Alle da? Hab ich da richtig gesehen? Liegst du da im Bett? Na, was sitzt denn da am Grase? Wackelschwänzchen, Schnuppernase. Jo, da bin ich. Und jetzt mache ich Feierabend. Also sehen wir uns morgen wieder, liebe Leute. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy.